Freunde, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge The Walking Dead, Our World. Ja, immer noch dieses Ghost-Game, aber ich mach's aus dem Auto. Wobei ich mich immer gefragt hatte, spätestens bei Jurassic World Alive, habe ich mich gefragt, wer macht die Let's Plays aus dem Auto heraus? Jetzt gehöre ich dazu tatsächlich. Ja, liegt daran, viele Leute, die mir lange folgen, die wissen, dass ich letztens eine Fuß-OP hatte und mein Fuß ist immer noch verletzt. So, deswegen kann ich nicht allzu viel laufen. Ich hatte ein paar Folgen mit Jurassic World Alive aufgenommen zu Fuß. Das war auch sehr spaßig, aber gut, nun nächste Folge. Wir sind nicht bei Jurassic World Alive. Wir sind, guck mal, mein Akkustand ist niedrig. Wir sind bei The Walking Dead, Our World. Oder Pokémon Go mit Zombies. So, Freunde, wir haben hier so viele Leute, die wir alle retten müssten eigentlich mal. Wobei ich da gar keinen Bock drauf habe. Aber Zombie-Horden würde ich gerne mal platt machen. So, ich habe mich tatsächlich mal... Wir nehmen mal die hier. Wir haben uns aufgepimpt. Ja, wir haben uns aufgepimpt. Wir haben jetzt nicht mehr die 9mm... Keine Ahnung was. Wir haben jetzt 9mm Ratatadams. Macht natürlich sehr viel mehr Spaß, Ratatadams zu machen. Man schleudert quasi ein paar mehr Munition raus, aber... Fire Rate ist ziemlich hoch. So quasi so, als würdest du eine Handvoll Kugeln nehmen in die Hand und einmal so schmeißen. Das ist genau dasselbe. So, Mac-10. Action. Oder Uzi? Uzi Mac-10. Ne, ich glaube, es war eine Uzi. So, wir könnten Glenn freischalten. Comic-Con-Bündel. Ne. Okay. Wie kriege ich Glenn jetzt hier wieder weg? Glenn, du darfst gehen. Okay. So, weg ist er. Ne, das wollte ich nicht. Alles zeigen? Nee, ich wollte alles verbergen eigentlich. Ach, dieses Spiel macht mich so krank. Wie komme ich da jemals wieder zurück? Bis ich was gekauft habe. Ganzen Artikel nicht lesen. Wahrscheinlich die Camp. Und genau hier ist dieser Knöppel, wo man wieder zurückkommen kann. Der Typ sieht wirklich, wenn man so nebenhält. Mein Avatarbild, das könnte wirklich ich sein, ne? Wenn ich so guck. Okay. Weiter geht's. So, pass auf, hier ist auch ein kleiner Zombie-Mendel. Ja, wir retten jetzt mal ein paar Leute erstmal. Ich habe auch eine Schrotflinte. Ne, das ist eine Mac-10, glaube ich. So, das macht natürlich Spaß. Granaten werden hier nicht wirklich benötigt, glaube ich, tatsächlich. Also zumindest bin ich in dieses Szenario noch nicht gekommen, dass ich da unbedingt jetzt eine Granate reinwerfen muss. Aber ich wollte mal jemand fressen lassen, ne? Komm, wir machen die Horde hier weg. Die Horde einmal. Ein Glück muss man gar nicht so viel Munition finden, ey. Das war's. Die Horde ist weg. Yay. Und ich frag mich, wann dauert das mal bei The Walking Dead immer so lange? Ja gut, waren auch nur 9 Stück. Aber bei The Walking Dead, da wird eine halbe Stunde drauf gefilmt, wie ein Beißer zerfetzt wird. Nein, Quatsch. Aus dem Boden gezogen. So, antippen wir. Coins. Was wir damit kaufen können, weiß ich noch nicht. Das haben wir ehrlich gesagt auch gar nicht rausgefunden. Aber ich finde auch gut, dass man auch nicht zwangsweise mehr gehen muss, um irgendwie was zu kriegen. Was? Nochmal? Nein, wollte ich gar nicht nochmal machen. Ah, ich war mit meiner Leistung sogar zufrieden. Immer noch ein Freund gewesen. So. Nochmal Coins. Okay. So. Die Musik ist immer sehr geil. So, Freunde. Wir liefern mal ganz kurz unsere Kollegen hier ab. Was mobilt der denn jetzt hin? Lagerhaus. Bring 3 in Sicherheit. Jawohl. Schock und holen wir unsere Belohnungen ab. Wir haben es freigeschaltet. Sammle 10 von verschiedenen Dingenskirchen. Sehr schön. Badabam. Kann ich die Mütze tragen? Wie geil wäre das? Jetzt verbessern. Neue Karte. Jetzt verbessern. Wir verbessern mal was. Okay. Okay. Ach, die Notfalltasche von morgen. Na, Hauptsache seine Tasche schon mal da, ne? Sehr schön. Schreiner Mike. Tasche des Sheriffs. Das war die Tasche, die ich gerade gekriegt habe, ne? Na, schade, ich dachte, ich kann mich hier ein bisschen verhübschern. Ein bisschen aufhübschen, aber naja. Okay. So, Upgrade kaufen. Upgrade muss ich wahrscheinlich mit richtigem Geld kaufen, tatsächlich.
Nö, ich könnte es jetzt so Lagerhaus upgraden. Gut, aber ich finde, das reicht auch. Gut gemacht. So. Stufe 2 Lagerhaus. So, können wir noch irgendjemand hier ein bisschen den Pöpösen retten? Hier natürlich. Da sind noch Leute, die wollen gerettet werden. Vor mir, für mir, mit mir. Batterien. Was haben wir hier für Sammlungen eigentlich? Ja, okay. Michonne. Die Traumfrau von The Walking Dead. Andere Leute sagen, das ist bestimmt immer Maggie, aber ich finde Michonne, die ist der Hammer. Also, mal fett alle Michonne-Fans mal einen Daumen nach oben lassen. Sagen, Michonne ist der Hammer. Ich möchte Michonne heiraten. So. Voll Teenager-Sachen. Ja. Ich möchte Michonne heiraten. Nein, ich möchte lieber Daryl heiraten. Denn Daryl ist so süß. Er sieht aus wie ein Monchichi. Ja, das, okay. So. Was? Sicher ohne. It's the Ace. Okay, Tom LP hat seine Sicherung. Okay, annehmen. Beitreten. Die nackten Nippel, Alter. Leute, das muss ich ja schon ab 18 machen. Die nackten Nippel sind hier. Hallo, ihr nackten Nippel. 15 von 25 Leute. Nee, ich möchte nicht so einen nackten Nippel. Tut mir leid. Ich finde nackte Nippel zwar sehr, sehr anziehend, aber nicht in einem so einem Spiel. Das wollte ich nochmal so sagen. Die nackten Nippel, Freunde. Okay, es sind viele Streuner. Und sie sind weg, ja. Ja, warum soll ich mir eine andere Waffe aussuchen? Das sind 6 Kopfschüsse, Freunde. 6 Kopfschüsse, 8 Streuner. Das hat sich erledigt. Mein Bart sieht ein bisschen verwahrlost aus. So, wir wollen mal ganz kurz gucken. Die Sammlungen können wir weiter gleich. Ist es unser Lagerhaus von eben gerade? Bring eine Sicherheit. Und wir kriegen wieder den Streuner Mike. Ja, Michonne. Wieder ein Anhängerinsel von Michonne. Okay. Überlebende finden. Glückwunsch, du bist jetzt Anführer dieser schönen Untergrund. Wenn du Überlebende herbringst, erhältst du zusätzliche Belohnung. Okay, das finde ich sehr toll. Denn, machen wir das mal. Hinter uns hat sich direkt mal einer gezeigt. Hier, warte mal, wir nehmen mal die Shotgun hier. Mal gucken. Wobei ich persönlich die Uzi da ein bisschen geiler fand. Aber, okay, Shotgun Power. Pump Action! Oh, ne. 0 Kopfschütze, Alter, hallo? Die Musik ist fett, die finde ich wirklich cool. Yay, den könnten wir dann auch irgendwo verbessern. Wir könnten uns auch tatsächlich einen anderen Überlebenden aussuchen. Aber ich finde diesen Typen, finde ich so geil. Ich meine, ein schwarzer Mann mit hammergeiler Donbrille, mit so einer geilen Mütze, sieht doch aus wie ein Jazz. Wie so ein Jazz-Band-Spieler aus. Der könnte auch in der Jazzband mitmachen. Und kiffen. Haben wir Carol? Carol ist natürlich der Hammer. Carol finde ich cool. Da könnten wir mal rumseppen gleich, mal gucken. Wenn wir die nächsten Leute uns schnappen. Augenblick, warte. Ich pimp doch mal das Lager hier auf, da habe ich irgendwie voll Bock drauf. Upgrade kaufen. Verbessert 150, du hast 50. Kann ich nicht, okay. So, bin zu geizig, mir in sowas Geld reinzuschieben. Sowas mache ich nicht. Nein, kann ich den retten hier? Nö. Ich möchte euch doch nur retten. Der ist Dingenskirchen, das ist Upgrade kaufen. Ich bin dafür der Anführer und ich habe das Geld dafür nicht. Ja, muss ich wahrscheinlich ein paar mehr Zombies abschlechteln. Ja. Gucken wir mal hier, da sind auch so eine Leute, da sind auch Zombies. Da ist eine ganze Menge. Können wir uns mal gucken, ob wir mal Carol. Wir nehmen mal Carol. Mich schon. Michonne. Okay, wir nehmen aber Carol erstmal mit. So. Carol müssen wir schon was bieten, ne? Die ist ja auch gut, ne? So, ab in den Kampf mit Carol. Benjamin, du lieber. Das war ein Polizist. Polizei. Carol. Jo, mit Messer, super. Nachladen! Okay, Carol geht die ganze Zeit mit dem Messer rum.
ob es Belohnung abholen mit Carol in den Schwarz. So, Kippen wir konnten schon luchern, dass eine Mädels, aber nicht schauen haben wir. Ich muss unbedingt. Und wir haben Upgrade 3, Stufe 3. Okay. Ich möchte gerne mal mit Michonne nochmal eine Zombie-Horde schnetzeln. Da habe ich ehrlich gesagt voll Bock drauf. Oder hier. Warte, können wir die befreien? Nee, wir müssen dafür näher ran. Hier den auch, oder? Ja. Manchmal schwankt das mit dem Satellit ja so ein bisschen. Was ist das denn? Der Knoten ist geplatzt, oder? 7 Stunden ein paar zerhackte. Ach komm schon, Leute, jetzt gib mir doch mal eine Chance, dass ich noch einmal mit Michonne schnetzeln kann. Warte mal. Schade. So, Upgrade kaufen. Da, den kann ich schnetzeln. Da, den schnetzeln wir jetzt. Dann nehmen wir Michonne. Einmal. Und ich denke mal, als Waffe nehmen wir nochmal die Pumpgun hier. Die Pumpe. Oh, warum wird denn auf einmal so rot? So, Michonne. Lass krachen. Okay, ich glaube, ich habe mich dafür entschieden, mich schon immer zu behalten, weil mich schon finde ich ziemlich cool. Guck mal, jetzt kriegen wir auch einer von ihren Zombies. Nochmal, wie kann man die mit einbringen? Den Zombie Mike. Wie kann man den mit einbringen? Ich weiß es noch nicht. Guck mal, jetzt bewegen wir uns auch ein bisschen tatsächlich. Dahin gehen wir. Granaten sind voll. Jammer, schade. Doch, komm. Scheiße. Das meine ich immer, dieses Satellitending, womit dieses GPS-Ding, womit dieses Spiel hier läuft. Das schwankt so ein bisschen hin und her ab und an mal. Deswegen hast du manchmal Glück, dass du trotzdem an der stehenden Position tatsächlich irgendwo gut rankommst tatsächlich. Das hatte man auch bei Pokémon Go ja damals immer schon sehr gut ausgenutzt. Ja, wir können von hier aus nichts mehr machen, liebe Freunde. Also würde ich sagen, wir beenden die Folge und wir haben Hoffentlich war ich gut für sie. Hoffentlich habe ich mich gut als würdig erwiesen, um mit Michonne kämpfen zu dürfen. Ich wünschte, ich wäre Rick. Nein, irgendwie nicht. Dann hätte ich immer so ein komisches Heulen. Dann würde ich immer so komisch weinen. Nicole! Okay. Gut, liebe Leute, das war's auch schon wieder. Warte mal, Sammlungen. Gucken wir nochmal bei den Sammlungen rein. Können wir hier jetzt Michonne nochmal ein bisschen weiter aufpimpen? Ja. Zack, ist sie verbessert worden. Und jetzt ist sie die krasseste überhaupt. Michonne. Warte mal, ich mach das mal so. Das Kamerabild mal so hin, dass sie mich küsst. Okay, sie möchte nicht. Kann ich auch gut verstehen. So, liebe Leute, das war's auch schon wieder für heute. Ich hoffe, wir sehen uns wieder in der Nähe. Warte mal. Okay, ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge. Schaltet dann wieder rein. Ne? Das hat auch Spaß gemacht wieder. Okay, bis zum nächsten Mal. Oh, 13 Minuten auch schon. Ciao.